Meine Freunde, herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Blogger. Und heute möchte ich euch die App vorstellen, Color Hole oder Hole. Die ist hier unten. Bin wieder im Flugmodus, weil dann gibt es nämlich wieder keine Probleme mit Werbung. Wie ihr sehen könnt, ich bin schon ziemlich weit mit dem Level und es geht eigentlich so: Du musst, es steht auch hier unten schon, mit dem Finger hier den Kreis swipen und dann die Dinger einsammeln. Für mich geht jetzt das etwas schneller, weil ich da schon natürlich etwas geübter bin. Dann fährt es, wenn du es geschafft hast, zu der nächsten Ebene. Es ist eigentlich relativ einfach. Du musst nur die Dinge einsammeln, Level complete. Und ja, dann geht's zum nächsten. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist dabei schwierig? Naja, ich kann es euch ganz kurz mal zeigen. Wenn man nämlich zu übermütig wird und hier einfach mal schnell das Ganze macht, also jetzt hier und hier und hier, dann beispielsweise, wir gehen jetzt einfach mal von unten nach oben geradeaus durch und fahren hier rein. Habt ihr es gesehen? Ihr habt den schwarzen Bommel mitgenommen, das war ein falscher. Also müssen wir, selbst wenn jetzt hier falsch, genau. Das ist die Schwierigkeit. Man darf wirklich nur die weißen einsammeln und nicht die schwarzen. So wie gesagt, auch wieder eine App oder eine Spiele-App zum Zeitvertreib. Jetzt nichts Spektakuläres oder so, sondern wirklich einfach nur zum Zeitvertreiben, wenn du an der U-Bahn sitzt oder in der U-Bahn, im Bus, im Zug. Also das kannst du von überall ausspielen. Das ist überhaupt kein Problem. Es macht auch mit der Zeit Laune. Es kommen verschiedene Schwierigkeitsgrade, zum Beispiel hier. Seht ihr? Ich habe jetzt den Orangen wieder mitgenommen. So. Genau, und jetzt probieren wir es hier nochmal von der anderen Seite. War auch wieder sehr, sehr knapp. Genau, und sobald du eigentlich ein bisschen Spielraum hast, geht es eigentlich auch ziemlich schnell, das Ganze. Musst aber wirklich auch aufpassen. Das sind ja jetzt die Orangen hier, lauter einzelne. Bloß keinen Fehler machen. Yes. Perfekt. So. Probieren wir auch noch gleich das nächste hier. Im Grunde genommen kann man von oben nach unten schön durchswitchen. Jetzt gehen wir hier lang, vorsichtig natürlich. Jetzt gehen wir hier runter. Ganz, ganz filigran und ja, filigran und vorsichtig wollte ich noch gerade sagen. Naja, gut, okay. Auf jeden Fall, das wär's sozusagen zu diesem kleinen, aber feinen Tutorial-Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, tat mich freuen. Und dann sehen wir uns ja einfach im nächsten Video. Servus, Habitere, euer Blogger. Der Link ist natürlich für beide Betriebssysteme verlinkt. Also, Servus dabei.